Zerstört ihre Artillerie und zerschmettert die feindliche Versorgungslinie. Hey Leute, eine neue Folge Call of Duty World War II Botmatch. Wir spielen Hardcore, suchen und zerstören auf Gustav Cannon. Sehr spannender Name. Und spielen 6 gegen 6. Ich glaube, das Höchste, was geht, wäre 9 gegen 9. Ich habe mir direkt mal die Bombe unter den Nagel gerissen. Punkte, Punkte, Punkte. Sprengladung platziert. Alright, das wäre das. Und wie ich im letzten Video schon gesagt habe, habe ich keine Ahnung von den Maps. Das heißt, es kann sein, dass ich jetzt kolossal in Stücke geballert werde. Wow, das war jetzt einfach. Aber ihr seht schon an meinen Bots, ich habe die Bombe gelegt und sofort sind die eher so zum Verteidigen hingegangen. Und die gegnerischen Bots, die kamen dann wiederum direkt angerannt, um zu entschärfen. Das heißt, anders als beispielsweise jetzt bei Black Ops 3, da habe ich ja auch zwei, drei Bot-Runden in Suchen und Zerstören versucht, wo die KI einfach irgendwo rumläuft und eigentlich nur aufeinander schießt, ist hier doch ein bisschen mehr, ich sag mal, Bewegung in Richtung des Missionsziels da. Und das finde ich halt wirklich sau cool. Klar, denke ich mal, dass da jetzt nicht die größte taktische Finesse dahinter ist. Hui. Aber wow! Aber ich finde es cool, weil je realistischer das für mich ist, desto mehr Spaß habe ich dabei, weil wer jetzt länger meinen Kanal und auch Kürbisclan, den alten Kanal, verfolgt hat, der weiß ja, ich habe keinen Bock, online zu spielen, weil mir einfach die schönes Haus, die vielen Leute online das irgendwie madig gemacht haben im Laufe der Zeit, durch irgendwelche Camper-Taktiken, durch Hacks und so weiter und so fort, und ich habe inzwischen kaum noch Spaß am Online-Spielen. Es gibt Ausnahmen, klar, aber so in der Regel. Und deswegen spiele ich halt meistens Bots. So einfach ist die Erklärung. Und wenn es dann aber trotzdem vom Spielerlebnis in so eine Richtung geht, wo du sagst, ja, okay, es ist jetzt nicht so eine dumme KI, die einfach von A nach B läuft und dabei auf alles schießt, sondern es ist ein bisschen glaubhafter, es kommt fast an dieses Spielgefühl hin, mit anderen Leuten zu spielen, dann ist es so die perfekte Mischung. Ich habe die Bot-KI übrigens für die Aufnahme jetzt mal auf Söldner gestellt, genau, weil die letzte Aufnahme, die erste Folge, die hatte ich auf Mittel aufgenommen, weil ich dachte, ja, dann kannst du erstmal so ein bisschen was labern, ohne dich zu sehr konzentrieren zu müssen. Jetzt habe ich es auf Söldner gestellt, damit es auch ein bisschen spannender rüberkommt, yep, und dann kriege ich direkt auf die Fresse. Runde gewonnen, Gott sei Dank. Jo, er hat sie beide weggemacht. Sehr gut. Neu gruppieren. Ich könnte mal die Klasse wechseln. Einfach so aus Jux. Hardcore suchen und zerstören. Vernichtet ihre Versorgungslinie. So, kommt da hinten einer? Sieht nicht so aus. Da oben auch nicht. Dann sind die garantiert alle wieder zu B gerannt. Sprengladung platziert. Ist er noch da? Na, komm schon. Vielleicht sollte ich auf Hardcore nicht snipen, aber sorgt ja für ein bisschen Abwechslung. Das einzig Blöde ist beim Hardcore-Modus, ich muss mal gucken, ob ich es in den Aufnahmen, also in den Optionen irgendwie ändern kann, dass die Kamera dann fix an irgendeinem Punkt hängt, meistens am anderen Ende der Karte, da wo ihr nichts zu sehen bekommt. Bam. Neu gruppieren.
Hardcore suchen und zerstören. Nehmt ihr mal die Bombe? Artillerie und zerschmettert die feindliche Versorgungslinie. Oder auch nicht? Sprengladung in Bewegung. Wo ist er jetzt hin? Na dann, go. Sprengladung platziert. Okay, das war sein eigener, gut. Da hinten. Yes! Bang! Ja, wunderbar. Da habe ich doch zur Abwechslung mal Schwein gehabt. Die Runde haben wir geholt. Ich habe es übrigens auf Standardeinstellung gelassen, das ist dann bis einer 6 Punkte hat. Könnte also eine längere Folge als die erste werden. Vernichtet ihre Versorgungslinie. Das ist die Frage, rennen wieder alle zu B oder kommt meiner zu A? Ja, wieder B. Wir sind zu zweit, die sind noch zu dritt. Alter, der eine Typ in meinem Team macht's alle kalt. Okay, kannst entschärfen, wo immer du bist. Oder bin ich jetzt der Letzte? Nee, ah, sehr gut. Aber ihr seht, er rennt auch direkt hin, er hat die platt gemacht. Und die Bombe entschärft. Und nicht irgendwie mittendrin wieder aufgehört oder sonst irgendwas. Also die KI wird wirklich besser. Ich weiß, es gibt jetzt nicht viele wie mich, die dann halt sagen, ich will lieber Bots zocken und so weiter. Die meisten von euch zocken eh online, deswegen ist es für euch wahrscheinlich uninteressant, was die KI macht und so weiter und so fort. Aber für mich ist das wirklich ein Schritt nach vorne. Ich finde es wirklich cool. Und hoffe mal, dass der Trend dann auch in Zukunft so weitergeht, dass die Bots dann immer cleverer werden. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich. Dann planten wir mal. Sprengladung platziert. Mörserteam in Position. Wartet auf Zielinformationen. Mörser eingesetzt. Die Zone wird angegriffen. Erledige das. Dein Platoon zählt auf dich. Jawohl. Zauberhaft. Nehmen wir nochmal eine andere Waffe, einfach so für die Abwechslung. Vernichtet ihre Versorgungslinie. Eigentlich hätte ich jetzt direkt mal zu B rennen können. Ich bin ja auch ein bisschen blöd, aber mein Gott. Nein! Jetzt kommen sie auf einmal alle zu A. Und ich darf zugucken von... Ah, meinem Standardhaus. Wir haben verloren. Wäre ich mal Sniper geblieben. Also ich schwöre, dass ich für die nächste Hardcore-Suchen- und Zerstören-Aufnahme gucke, ob ich das mit der Kamera dann irgendwie anders machen kann oder ob das dann gar nicht geht oder wie auch immer. Der war nice.
Also auch wenn es der Gegner weiter geschossen hat, aber hey, Respekt. Na gut, dann bringen wir das jetzt mal zu einem furiosen Finale. Nein, er lag da. Ich habe gedacht, er hat den platt gemacht. Scheiße. Wir haben noch zwei. Die haben noch drei und haben die Bombe gelegt. Sprengladung platziert. Wir haben noch einen gegen drei. Wir sind tot. Und sie haben entschärft. Wechseln wir doch mal wieder die Waffe. Das hat ja oft mal besser geklappt eben. Hardcore suchen und zerstören. Vernichtet ihre Versorgungslinie. Die gehen zu B. Sprengladung platziert. Jo. Feindliche Aufklärungsflieger entdeckt. Viele sind es noch? Keiner mehr. Yes! Sprengladung entschärft. Ganz schön frech von dir. Wären eigentlich meine Punkte gewesen. Aber zur Feier des Tages schenke ich sie dir. Der Tag gehört uns. Jetzt gucken wir jetzt nochmal den letzten Kill an, falls es noch kommt. Nee, offenbar nicht mehr. Kein Bock. Na gut, dann eben ohne. Dann würde ich sagen, ich danke euch fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte ihn auf jeden Fall. Bin total begeistert, dass mal wieder ein COD mir Spaß macht. Und wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.